DKB Handball Bundesliga, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. SG Flensburg-Handewitt wird gegen die Rhein-Neckar-Löwen zur Halbzeit 11:13, am Ende 21:23. Wir hatten 6.300 Zuschauer in der Halle. Vielen Dank für den Besuch. Die Halle war ausverkauft. Ich begrüße zu meiner Linken Trainer Nikolai Jakobsen und Sportdirektor Oliver Rockisch und für die SG Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Ja, ein spannendes Spiel. Lasst uns in die Analysen einsteigen. Der Gästetrainer hat das erste Wort. Bitte, Nikolai. Ja, hallo und guten Nachmittag. Ja, ich bin eigentlich kaputt und es war ein sehr hartes Spiel. Es war sehr warm in die Halle und ich glaube, alle meine Spieler sind fertig jetzt. Trainer auch. Es war zwei gute Mannschaften. Man hat heute auch gesehen, wie viel auf dem Spiel, wie wichtig das war. Es war beide Mannschaften hatten Probleme im Angriff, die richtige Lösung zu finden. Unser 5-1 Abwehr stand die ersten 40 Minuten richtig gut. Dann hat Flensburg ein paar Öffnungen gefunden, wo wir das nicht lösen können. Da sind wir zurückgegangen. Dann hatten Appelgren richtig gut gehalten in der Schlussphase, so wie Matthias auch. Und im Angriff fanden wir besonders die ersten 14 Minuten, zweite Halbzeit, keine gute Lösung. Matthias stand richtig gut. Wir konnten nicht unser Spiel reinfinden. Dann haben wir 7 gegen 6 gespielt. Das hat uns ein paar schnelle Tore gemacht und hat uns da ein bisschen wieder zurück ins Spiel reingebracht. Und dann zum Schluss, ja, ist das so, Kleinigkeiten, also wer weiß, wenn Mahé den reinmacht, dann kommt die auf Unentschieden und ja, dann sind wir heute den glücklichen Sieger diesmal und darüber freuen wir uns natürlich. Danke. Vielen Dank, Nikolai. Bitte, Lubo, deine Analyse. Ja, guten Abend und Glückwunsch zum 2 Punkte. Und ja, das war hart heute, muss ich sagen. Wir haben gekämpft, versucht, wir haben Leidenschaft gezeigt, wir haben wirklich, wir wollten wirklich das Spiel gewinnen. Es ist ein bisschen so, wie Nikolai auch sagt, also es ist ja immer Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten waren ja nicht auf unserer Seite heute, finde ich. Um dieses Spiel zu gewinnen, hätten wir viel weniger einfache technische Fehler machen müssen. Das war ein bisschen zu viel, finde ich. Die Abwehr von Rhein-Neckar war gut, unsere Abwehr war gut. Die Torhüter, finde ich, haben ihre Leistung gemacht. Wir haben ein bisschen verworfen, die auch. Am Ende ist das ja 2 Tore, aber wir konnten auch Unterschiede kriegen. Aber war nicht so. Es ist ja eine sehr harte Niederlage natürlich für uns. Ich sehe natürlich Rhein-Neckar jetzt ganz vorne. Die haben natürlich Kehl und Wetzel auswärts und dann Melsungen zu haben. Das ist ja, glaube ich, wird nicht passieren. Ich kann nur meine Spieler sagen, dass die alles getan haben. Wir haben alles versucht, 100% gegeben. Hat nicht gereicht. Und es tut weh. Mehr als normal. Dankeschön. Oliver, die erneute Meisterschaft ist nun für euch greifbar nahe. Wie siehst du die Situation jetzt in der Liga? Guten Abend auch von meiner Seite. Also über die Meisterschaft reden wir heute nicht und auch nicht, bevor alle Spiele gespielt sind. Von daher, wir haben den Ball flach halten. Wer jetzt auch gerade in der Kabine war, hat auch gesehen, dass die Mannschaft ganz im Gegenteil schon wieder runter ist und sich schon auf Kiel fokussiert. Da wird Nikolai auch noch seinen Teil dazu beitragen. Aber trotzdem sind wir unfassbar stolz in so einer Halle. Mit den Zuschauern hier bestehen zu können. In Flensburg ist es unfassbar schwierig zu gewinnen. Es war heute noch mehr Druck als sonst. Kriegen wir natürlich auch alle mit, was im Vorfeld passiert ist. Und von daher Riesenkompliment an unseren Trainer, an die Mannschaft. Mit dieser 5-1-Deckung eine mutige Entscheidung gewesen, die voll aufgegangen ist, meiner Meinung nach. Und wir sind unglaublich stolz, hier gewonnen zu haben. Mehr aber auch noch nicht. Und ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Wir wollen heute noch nach Hause fliegen. Vielen Dank. Danke. Dirk, die Enttäuschung heute sitzt tief, oder? Ja klar, die sitzt bei allen tief. Wir beiden Trainer haben es. Also erstmal Glückwunsch, Nikolai, Olli.
Ihr habt sicherlich verdient gewonnen und es ist schon richtig gesagt, von an so einem Tag entscheiden Kleinigkeiten. Das war heute so. Die Abwehr war okay, Torhüter war okay, Publikum war okay, es war alles gut. Wetter war auch okay, war zu heiß. Ich finde, es sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe einander begegnet und man hat das auch gesehen, dass jeder sich gegenseitig zu Fehlern gezwungen hat und ja, da müssen wir jetzt den Rücken gerade machen. Die Mannschaft hat gekämpft, sie hat alles gegeben, sie hat über die ganze Saison alles gegeben und ich bin bei Olli. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Der letzte Spieltag ist dann in der 60. Minute abgepfiffen und dann weiß man, wer deutscher Meister ist. Aber ihr habt einen großen Schritt gemacht heute und danke auch an die Fans, an die Mannschaft. Wir haben heute gekämpft, aber wir haben viele Kleinigkeiten haben gefehlt. Also zum Glück kam da auch noch Pech dabei. Wir haben die richtigen Abpraller nicht gekriegt und solche Dinge, die dann auch dazugehören. Also lasst uns nach vorne schauen. Es war heute schon ein harter Tag, auch für uns. Aber wir schauen nach vorne. Ja, mit einem Blick in die Runde gibt es Fragen an die Herren. Lugo, das Spiel wurde ja im Angriff verloren, könnte man sagen. Und was war jetzt die Idee dahinter, ohne Linkshänder anzufangen? Man hatte nachher das Gefühl, dass Johann Jakobsen hier dann kam, nicht so richtig reinkam. Ja, ich muss so spielen und das werden wir so auch bis Ende der Saison spielen. So, das wird kein Geheimnis sein. Also ich habe keine Wahl, so kann man sagen. Ich habe keine andere Wahl. Da kannst du das noch? Nein, kann ich nicht. Ist Johann verletzt? Ich habe keinen Kommentar. Gut. Gibt es weitere Fragen, bitte? Ab der 45. Minute hast du dann 7 gegen 6 gespielt, nachdem er wirklich große Schwierigkeiten hatte da im Angriff. Hast du es zusammen mit Andi entschieden oder war das einfach dein Kommando jetzt 7 gegen 6 oder wie muss man sich das vorstellen? Diese Entscheidung treffe ich und nicht Andi. Das ist alleine meine Entscheidung. Wir wussten, wir hatten in den ersten Spielen in Mannheim große Probleme gegen Flensburg. Wir hatten da, wo wir eigentlich die wenigsten Probleme hatten, fand ich, das war in Hamburg. Da haben wir eigentlich bis 40. Minute tolles Angriff gespielt. Da könnten wir Deckung nicht so hinstellen. Und deswegen haben wir auch in die letzten Tage hier sehr viel 7 gegen 6 geübt. So, dass wir, wenn wir in diese Situation, und diese Situation kamen wir wieder in zweiter Halbzeit, wo wir richtig Schwierigkeiten hatten, wo Flensburg richtig gut in Deckung war. Matthias hat sehr gut gehalten und deswegen war das eigentlich nur eine einzige Lösung und das war das zu probieren und das hat dann gut geklappt. Jan, ich beantworte deine Frage jetzt, weil ich finde das denn notwendig. Das öffnet nur Raum für Spekulationen. Johann spielt seit 3 Wochen mit gebrochener Hand. Nur, dass man, also, und auch mit den Ärzten abgestimmt und ist auch vertretbar. Deswegen, und auch kein großes gesundheitliches Risiko, weil die Pause ist absehbar. Ihr wisst, dass Holger Glandorf sich verletzt hat mit seinem gebrochenen Daumen und von daher, ich finde, da muss man jetzt auch nicht irgendwie hinterm Berg halten. Wir haben es bis heute versucht zu hinzugehen. Ich habe riesen Respekt vor Johann, dass er das macht. Er hat es auch abgestimmt und von daher finden wir das schon auch notwendig, das mal hier an dieser Stelle zu sagen. Gibt es weitere Fragen, bitte? Das ist zurzeit nicht der Fall, dann vielen Dank. Wir wünschen euch einen guten Rückflug und wir sehen uns wieder am 10. Juni um 16 Uhr gegen die HSG Wetzlar.